Thema am Rande der Koalitionsverhandlungen war heute auch wieder die Geheimdienstaffäre. Spätestens seit dem Treffen des grünen Abgeordneten Ströbele mit dem Informanten Snowden in Moskau werden die Stimmen lauter, die eine Vernehmung Snowdens fordern. Kanzlerin Merkel ließ heute klarstellen, das Verhältnis zu den USA habe überragende Bedeutung. Sie sei allerdings auch dem Schutz der Privatsphäre der Bürger verpflichtet. Der Sprecher der Kanzlerin wollte vor den Journalisten heute vor allem eine Botschaft loswerden. Trotz NSA-Affäre und Edward Snowden, die Freundschaft mit den USA wolle Angela Merkel auf keinen Fall gefährden. Das transatlantische Bündnis bleibt für uns Deutsche von überragender Bedeutung. Es gibt kaum ein Land, das von dieser Partnerschaft, dieser Freundschaft so profitiert hat wie Deutschland. Das hat überragende Bedeutung. Wir handeln im Geist dieses Bündnisses. Asyl für Snowden in Deutschland, das wollen weder Bundesregierung noch Unionspolitiker. Die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt. Eine Befragung in Moskau aber wäre denkbar. Für die Grünen ist das keine gute Lösung. Er muss in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Hier muss es eine Möglichkeit geben, wie er sicher aussagen kann in einem geschützten Raum, in einer Demokratie, wo Meinungsfreiheit gilt. Linken-Parteichef Rixinger will SPD und Grüne zu einem gemeinsamen Beschluss im Bundestag bewegen und die Regierung so unter Druck setzen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die erklärt haben, dass Snowden hierher soll. Die drei Parteien, die das erklärt haben, haben die Mehrheit im Deutschen Bundestag. Ich darf nur noch mal dran erinnern. Übermorgen wird sich das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages mit NSA-Affäre und Snowden beschäftigen. Die erste Euphorie ist verflogen. 5 Tage nach dem Treffen Ströbeles mit Edward Snowden wird nun deutlich, wie unterschiedlich groß die Bereitschaft ist, ihm eine Befragung hier in Deutschland zu ermöglichen. Die Bundesregierung hat sich offenbar für einen Weg entschieden, der das Verhältnis mit den USA so wenig wie möglich zusätzlich belastet. In den USA bemühen sich deutsche Spitzenbeamte um Konsequenzen aus der Geheimdienstaffäre. Die Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundesnachrichtendienstes, Maaßen und Schindler, wollen in Washington über eine Vereinbarung zur künftigen Zusammenarbeit sprechen. Gesprächspartner ist unter anderem NSA-Chef Alexander. Dem Geheimdienst wird vorgeworfen, auch das Handy von Bundeskanzlerin Merkel abgehört zu haben. Wenn sich die Chefs der deutschen und amerikanischen Nachrichtendienste in Washington treffen, dann geschieht dies diskret und ohne Öffentlichkeit. Auf Arbeitsebene sollen zunächst BND-Präsident Schindler und der Chef des Verfassungsschutzes Maaßen die Verhandlungen über ein Antispionageabkommen beginnen. Verbindlich könnte darin geregelt werden, auf deutschem Boden keine technische Aufklärung mehr zu betreiben, Regierungsmitglieder nicht mehr abzuhören und Industriespionage zu beschränken oder zu verbieten. Die Diskussionen finden statt und auch auf sehr hoher Ebene. Und es ist auch zu hören aus dem Weißen Haus und auch aus dem State Department, dass der politische Wille der amerikanischen Administration da ist. Man weiß, dass es eine Bringschuld gibt, dass hier Linien überschritten wurden, die nicht hätten überschritten werden dürfen. Druck zur Aufklärung der NSA-Praktiken kommt vor allem vom Kongress. Prominente Senatoren beider Parteien wollen bald nach Berlin und in weitere europäische Hauptstädte reisen. Entschuldigungstour und demonstrativer Gegenbesuch zu den zahlreichen Delegationen, die sich in Washington um Aufklärung bemühen. Der Optimismus der deutschen Seite, man könne sich vielleicht noch vor Weihnachten auf ein No-Spy-Abkommen einigen, wird hier in Washington eher gebremst. Dies sei zu ambitioniert, das Abkommen dafür zu wichtig. Nicht das Tempo bestimme den Erfolg, sondern die Substanz des Vertrages. Dass jetzt aber auch auf US-Seite der politische Wille dazu besteht, ist eine gute Nachricht. Lange hatte Washington gezögert, sich auf verbindliche Regeln festzulegen.